Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Phasmophobia. Ich bin Flex, schön, dass ihr wieder mit mir auf der Jagd seid in einem von einem gefährlich aggressiven Geist heimgesuchten Eckhaus. Und unsere Aufgaben sind: Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit dem EMF Reader. Stellen Sie die Anwesenheit des Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Warum dieses? Und der Name des Geistes ist Joseph Johnson. JJ. Okay, JJ. Joseph Jonsson. Ne. Alter schwedischer Geologe. Kennt ihn nicht. So, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen im besten EMF mit. Und warum sind wir überhaupt schon wieder auf der Geisterjagd? Was soll das eigentlich? Obwohl das so schlimm ist, das letzte Geisterjagd. Es ging alles noch. Hat nur so ein mittelschweres Trauma hinterlassen. Da kann man noch mal losziehen. So, wir nehmen Fotoapparat mit und eine Taschenlampe. Und auf geht's. Na, ich würde sagen, kein EMF. Und Abfahrt. Okay, JJ, wenn du im Keller bist, ne? Josef, dann sind wir raus. Dann sind wir raus. Aus deinem Geisterhaus. So. Aber hier unten ist schon der Generator und es geht mir. Oh, was war das? Das war nicht die Treppe hier. Nee, nee. Das hat sich angehört, dass man mit Brecheisen irgendwas aufmacht. JJ, Keller ist aus, habe ich gesagt. Der Generator ist nicht mehr im Keller, oder? Doch, da ist er. War das jetzt gerade Steps hier unten? Hoho. Was war denn das für ein extremes Krachen? Auch wirklich, ne? Mach mal die blöde Tür zu da. Ne, Wasser läuft oben. Irgendwo läuft Wasser. Okay, er ist auf jeden Fall dann nicht im Keller, würde ich sagen. Guter, guter Geist. Guter Jay. Ja, oben läuft Wasser, aber hier liegt ein Knochen. Foto. Licht aus. Wir gehen mal nach. Gehen mal nach oben. Aber hier unten machen wir auf jeden Fall Licht an im Eingangsbereich. Licht an. Ist Außenbeleuchtung, die brauchen wir nicht unbedingt. Okay, ab nach oben. Geht auch das Handy los. Hier sieht es aus, wenn. Ich wollte sagen, hier sieht es aus, wenn Licht an wäre. Alles klar, hier das Handy war's. Okay, da geht die nächste Tür auf. Okay, da gibt es schon einmal ein. Hallo. Ja, sehr beunruhigend. Wir gehen. Sollen das? Oh, EMF4 gleich. Schaffst du auch eine 5 noch? Schaffst du auch eine 5? Oh, Steppi, Steppi. Alles klar, alles klar. Wieso haben wir hier immer diese hyperaktiven Geister? Soll das? Nerven machen das nicht mehr lange mit dir. So. Ich will es noch nicht ausmachen. Vielleicht wird es noch eine 5. Hey, Spiel. Tschüss. So. Okay. EMF haben wir. Das müssen wir noch. Ach, Kruzifix müssen wir. Super, der hat schon gleich wieder hier vollen Ausschlag. Oh. Bewegungssensor, Kruzifixe. 80%. Hier. Der ist da oben drin, auf jeden Fall. Entweder im Zimmer oder im Badezimmer. Wir schmeißen auf jeden Fall erstmal Kreuze rein. Kreuze, Kreuze, Kreuze. Das geht auch nicht gut, weil wir müssen ihn ja auch einmal zu einer Jagd sogar provozieren. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. So, pass mal auf. Eins hier. Das ist die Frage, ne? Wo schleichst du eher rum? Hier drin? Haben wir hier Gefriertemperaturen zufällig? Sieht nicht so aus. Und hier draußen auch nicht, ne? Keine Ahnung. Ja. Wir lassen erstmal beide Kreuze hier drin. Und wenn es nicht klappt, dann packen wir nochmal eins ins Badezimmer. So raus, 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 schnell raus. Und wir sind ja noch bei ganz guter Gesundheit hier, geistiger und so. Jedenfalls im Spiel. Ich selber bin jetzt schon wieder fertig. Bewegungssensoren. Auch gleich zwei Stück rein. Schon mal das vorbereiten. Können wir nämlich einmal schnell reinlaufen und wieder rauslaufen. Das ist gut. Reinlaufen, die Bewegungssensoren anbringen, wieder rauslaufen.
du flackerst nicht wieder mit den Lichtern rum. Ganz entspannt. So. Einmal mal hier. Ich glaube, der ist eher im Badezimmer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Einfach mal hier. Mal gucken. Obwohl, es waren da Steps. Aber ich möchte wetten, da läuft er jetzt noch nicht durch. Die müssen wir bestimmt noch mal umhängen. Okay, raus. So. Ja, ja. Keine Gruppen sagen zu werden. Was war es? Am schlimmsten war das Krachen am Anfang. Das war nicht die Kellertreppe. Die ist, wie gesagt, jetzt wenn er ein Brecheisen irgendwas, ein Brett irgendwo rausmacht. Doch, er ist schon durchgelaufen. Okay, dann läuft er da rum. Dann läufst du da rum. Nehmen wir ein Buch mit rein. Ich will eigentlich gar nicht mit ihm reden, aber wir nehmen eine Box mit rein. Ich will nicht mehr helfen. Können wir nicht fahren? Piep, ja, schwierig mit dem Bewegungssensor gelaufen. Ja, er wirft Sachen, du wirfst Sachen. EMF3. Machen wir mal hier das Buch hin. Hier im Zimmer ist noch, wir gucken mal, ob es hier vielleicht doch im Badezimmer nochmal auslöst. Aber ich glaube, er ist doch wirklich ein Zimmer mehr. Ne, du bist mehr hier. Oh, was war das denn? Licht aus. Bist du hier? Jo, alles klar. Sitzt auf dem Bett rum. Alles gut. Klopf, klopf. Das war, nicht schön. Wie alt bist du? Das ist beruhigend. Was möchtest du? Nein! Ich hab noch gar nichts gesagt! Hör doch auf, er hat mich nicht mal ausreden lassen. Schon schreit der Attack. Raus, tschüss, weg, Wiedersehen. Geister. Was haben wir denn jetzt? Geister, Box. Hallo? Rennt da unten im Wohnzimmer rum, ne? Hör auf, ey. Gleich Attack. Was habe ich gesagt? Ich war noch nicht mal richtig fertig mit was möchtest du? Da hat er schon Attack gesagt. So. Das ist hier die Geisterbox. Oh Mann. Will da nicht mehr reingehen. Lied. Er rennt schon wieder da rum. Wir müssen ja noch mal gucken. Wir haben ja jetzt einen Beweis erst. Auf jeden Fall dieses Klopf-Klopf auch schon wieder zwischendurch. Letztes Mal dachte ich noch, dass wenn er jagt, wie das Kreuz ihn auffällt. Aber ist es anscheinend nicht, weil das Kruzifix war jetzt noch nicht erledigt, die Aufgabe. Hallo. Wenn der nicht gleich irgendwo aus dem Schrank springt, ne, dann. Ich will da nicht reinlaufen, aber wir müssen die Kamera im Raum aufstellen. Hier so. Okay, alles klar. Ah, Fingerabdrücke, nein! Nein! Ruf doch nicht an! Hier, da ist Fingerabdruck. Ich mach Foto. Auf der Fensterscheibe bestimmt auch, natürlich. Okay, ein Fotoapparat ist leer geknipst. Den können wir dann auch hier lassen. Den haben wir fotografiert, den haben wir. Ist hier drin noch einer? Nee, andere Tür, Badezimmer. Ja, okay, da wäre noch ein dritter. Können wir noch einen dritten Fingerabdruck fotografieren? Ich bin hier raus. Nein, tschüss, ich bin weg. Moment, ist das Licht aus? Tür zu. Tschüss. Fingerabdrücke, ne? Ihr wisst Fingerabdrücke. Revenant macht Fingerabdrücke. Ich weiß aber nicht, ob Revenant auf die Geisterbox antwortet. Nee, eigentlich nicht. Das könnte ein Gespenst sein. Geisterbox und Fingerabdrücke hier. So, zeig mal her. Poltergeist oder Gespenst oder Spirit. Okay, Revenant ist raus. Der Revenant ist raus. So, Gespenst wäre Gefriertemperaturen. Spirit wäre zum Beispiel ein Geisterorb, ne? Oh, oh, flacker, flacker. So, er rennt da auf jeden Fall rum. Also wenn Geister Orbs, dann müssten jetzt welche auftauchen, würde ich sagen. Ja, wir könnten die auch nochmal anders aus oder Richtung Badezimmer auch nochmal ausrichten. Ja, und auch nochmal in die andere Zimmerecke könnten wir es auch nochmal ausrichten. Okay, wir haben Poltergeist, Gespenst Spirit zur Auswahl. So. Moment, bin ich schon an irgendwas vorbeigeflitzt jetzt hier? Nee. So, da ist der Poltergeist. Poltergeist macht Geisterorbs. Gespenst macht Gefriertemperaturen. Und der Spirit macht... schreibt ins Geisterbuch. Okay.
Ja, Gefriertemperaturen auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Können aber mal ein Thermometer mit reinnehmen. Wir haben ja noch gar nicht geguckt, wie kalt es ist, aber das, also Atem hat man jetzt nicht gesehen. Nehmen wir ein Thermometer mit rein. Ein Buch liegt drin, eine Kamera steht drin, die können wir nochmal umstellen. Okay, mehr brauchen wir eigentlich nicht, dann können wir ein Fotoapparat mit reinnehmen. Vielleicht kriegen wir noch ein Foto. Wir müssen ihn ja einmal zur Jagd irgendwie provozieren. Ich möchte ihn aber nicht provozieren. Bin eigentlich ganz zufrieden, so wie das jetzt bis jetzt ist. Aufhören. Nicht mit den Lichtern flackern. Hallo. Schritt hinter der Tür. So, nee, sag ich, die Friertemperaturen. Da sind wir zu weit von weg. Oh! Hörst du auf damit? Was soll denn das? War das jetzt, oh ja, war das jetzt ein, weiß ich nicht, war das jetzt ein Jagdversuch? Ich glaube nicht. So, EMF5 kann es schon nicht mehr sein, du kannst auch mal aus. So, okay, Gefriertemperaturen ist es nicht. Das heißt, entweder haben wir, schreibt er noch ins Buch, oder wir haben hier irgendwo die Geisterorb, wir müssen mal aufs Badezimmer ausrichten. So. Ich hoffe, wir sehen das vernünftig. So, nochmal das Waschbecken mitnehmen. Vielleicht legen wir ihn das Buch mal hier rein, vielleicht schreibt er ins Buch. Was da rein, wenn das Buch hier im Badezimmer liegt. Schreib mal was in das Buch. Hallo? Kannst du dich nochmal zeigen für ein Foto? Dann machen wir nochmal schnell ein Geisterfoto. Joseph Johnson. Kannst du dich nochmal zeigen? Ganz kurz nur. Hallo? Hallo? Nein? Okay, macht nichts. Tschüss. Oh Mann, da ist er ganz kurz in der Ecke irgendwo aufgetaucht, hat einen Röpser losgelassen und sich dann schnell wieder versteckt. So, ich weiß nicht. Guck mal, man kann sogar auf der Kamera den Fingerabdruck sehen, das ist ja cool, auf einer Nachtsichtkamera hier. Hat er ins Buch geschrieben, Leute? Sieht fast so aus, würde ich von hier sagen, ne? Oh, hat er ins Buch geschrieben. Da flackern die Lichter nochmal. Wir müssen rein. Es sieht aus, als hätte er ins Buch. Aber wir müssen ja eigentlich eine Hand auslösen. Eigentlich müssen wir so jetzt reingehen mit der Sanity, ne? Das überleben wir nicht. Naja, wenn es uns erwischt, Leute, ne? Es war gut, es war schön, hat Spaß gemacht. Auf geht's! Wir laufen ganz runter bis da ganz hinten in die Garage. Verstecken uns da. Ganz weit weg. Ganz weit weg. Jetzt müssen wir hier auch noch reinstiefeln. Er hat tatsächlich ins Buch geschrieben. Das war das Buch. Schnell, das war der Fingerabdruck. So. Joseph Johnson, jag uns mal. Oh oh. War das schon ein Versuch? Oh, komm schon. Nee, hat noch nicht geklappt. Er hat noch nicht gejagt. Es war noch, also es haben wir als Kreuz, hat ihn noch nicht aufgehalten. Er hat es noch nicht versucht. Wir sind auch noch bei 5. Wir müssen noch mal rein ins Haus, Leute. Oh, habe ich da gar keine Lust drauf, ne? Oh, können wir nicht fahren? Wir werden das nicht überleben. Der wird uns kriegen. Wir müssen uns. Gibt es überhaupt eine Garage? Wo können wir uns denn verstecken? Da hinten durch, Garage und dann in so einen Schrank rein. Dann halten wir die Schrank, die Spinntür zu. Und der Keller unten hat aber auch eine Möglichkeit, sich da, nee, wir gehen müssen, wir laufen in die Garage und verstecken uns in der Garage, Leute. Hat die Garage einen Spind? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen gucken. Hat die Garage so einen Spind? Zeig mal her. Die Garage hat gar keinen Spind. Nur der Keller hat unten einen. Oh, wie unschön. Zeig mal her. Okay. Da laufen wir hin. Wenn er uns jagt. Und dann heißt es zittern. Das heißt jetzt schon zittern. Wir gehen auch mal gucken. Hat er ja schon versucht zu jagen? Ich bin ja keine Lust. Nee, hat er auch noch nicht. Ich hoffe auch, die Kreuze liegen nicht, dass der im Badezimmer startet da oben. Ansonsten haben wir eine ganz gute Chance, dass sie ihn die Kruzifixe aufhalten. Joseph Johnson, gib uns ein Zeichen.
Und ja, jag uns eben dann, wenn es sein muss. Oh oh. Oh oh. Na los, Joseph Johnson. Starte eine Jagd. Hallo? Die Tür ist noch zu. Nein. Oh nein. Oh, wie uncool. Oh, wie unschön. Wir sind nicht im Keller. Wir sind nicht im Keller. Wir sind nicht im Keller. Wir sind nicht im... Nein, wir sind nicht im Keller. Mach die Tür auf. Mach die Tür zu. Wir sind nicht im Keller. Nein, nein. Keiner ist in den Keller gegangen. Es ist keiner im Keller. Der Keller ist uninteressant. Wer geht denn schon in den Keller? Niemand. Such uns im Erdgeschoss oder im ersten Stock. Wir würden niemals in den Keller gehen. Niemand ist hier unten. Hier ist keiner. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, renn da oben rum. Wühl durch die Schränke. Nein! Nein, nein, nein. Weg von der Kellertreppe. Okay, Leute. Raus. Raus, raus. Nee, nee. Nee, 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 nee. Tür auf. Mach die Tür auf. Wir sind raus. Okay, Leute. Kruzifix lassen wir. Ne? Weil, ne, das müssen wir jetzt da oben, müssen wir die alle nochmal umverteilen und dann ihn noch ein paar Mal zur Hand provozieren. Und das möchte ich aber nicht. So, wir haben alles eingetragen, wir haben ein paar Fotos gemacht. Wir haben... Haben wir ihn alles jetzt eingetragen hinten? Wir hatten Geisterbox, Fingerabdrücke und das Geisterbuch jetzt. Und damit haben wir einen Spirit und damit fahren wir nach Hause. So, JJ. Okay, alles klar. Ja, Leute, ne, man muss den Geist ja nicht immer sehen. Ne? Der letzte Folge, wie gesagt, mittelschweres Trauma ist noch zurückgeblieben, bis wir wieder eine ruhigere Folge haben, wo wir den Geist nicht direkt ins Gesicht kriegen. So, 205 Dollar, 160 Erfahrungspunkte. Alles klar, wie immer, viel Dank fürs Dabeisein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese kleine Geister gefallen hat, einen Kommentar da oben, freut mich immer riesig. Wenn ihr zukünftig gerne mehr Let's Plays und mehr Projekte, mehr Geister zeigen wollt, lasst ein Abo, da habe ich mich auch am meisten darüber freut. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.